2, 1. Hallihallo, liebe Leute, hier ist der Franken-Andi mit dabei, wieder am Start der Gacki und der Manu. Die Nachbarsbauern Reloaded sind on Tour. Und in der letzten Folge bin ich beim Nachbarn hier aufgeschlagen und hab gedacht, ich muss mich mal umgucken. Dem übergebe ich auch gleich mal das Wort. Jo, hallo auch. Guten Tag von mir. Wir sind ja hier wieder unterwegs und gucken mal. Tiere haben wir gekauft, versorgt. Wir werden jetzt gleich mal rüber zum Andi fahren, Gegenbesuch sozusagen machen und die Ballen abholen, die da noch so rumliegen, die uns gehören. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch so treiben. Jo, Manu, und was treibst du Schönes? Ich habe gerade meine Ballen entladen und hänge mich gerade auf. Oh, super. Ich habe gerade ein klitzekleines Problem, dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Ja. Turban gekauft? Nein. Ich hänge in meinem Lager fest. Was? So, das passt. Der Trecker und der Auflieger hängen gerade irgendwo in der Luft. Heieiei, was tut er denn da? Was ist das denn für ein dickes Ding? Alter Schwede. Können wir nochmal stoppen? Ah ne, jetzt ist gut. Er hat sich selber befreit. Ach, du meinst das Ding hier? Das ist meine Geschwinderanlage. Alter Schwede. Die ist ja aber klein ausgefallen. Ja, aber die läuft wunderbar. Der schmeißt einfach die Sachen rein und muss nicht aufs Mischverhältnis achten, so wie es bei den Mischwagen ist. Einfach Stroh, Heu, Silage rein und auf der anderen Seite hier hinten kannst du das fertige Mischfutter rausholen. Mhm. Ist das hier das Global Company Dingens? Ja. Alter Schwede. Das ist vom Castor. Mhm. Es gibt ja die auch von der nordfriesischen Marsch, vom Fat Action ein Mischfutter, aber der sieht nicht so schön aus. Ich fand den irgendwie schöner. Mhm. Halleluja, sage ich da nur. Ja. So, wie sieht's denn aus? Der Boden ist immer noch arschkalt, das ist gut. Lass uns mal auf den Seasons gucken. Wo ist denn meine Rota? Was muss ich denn sehen? Brachland Weizen, Soja, Mais, Brachland Mais. Gut. So, jetzt gucken wir mal, wo liegen denn die Strohballen bei dir da? Auf dem angebauten. Ich sehe sie schon, den Stapel da so zwischendurch scheinen. Weizen, Soja, Mais. Okay. 5 und 10 Grad. Puh, wie soll ich 10 Grad Bodentemperatur und soll ich da jetzt eine Bodenheizung legen oder was? Oh, hast doch Zeit. So, genau, was ich andersrum ranfahren. Ja. Da ist wieder die Allradlenkung wunderbar. Oh ja. So, komm. Aber wenn man da langsam fährt, kommt man da eigentlich auch ganz gut ums Eck. Oh ja, gut. Ja, langsam fahren das. Manchmal funktioniert's. Heute ist der Stapel umgefallen, zumindest der eine. Na gut, aber wir kriegen's hin. So, ich habe mir hier so eine kleine Halle gewünscht. Achso, wenn ich die Handbremse angezogen habe, dann geht es irgendwie nicht. Leute. Mhm. Sagt mir doch mal, wo ich bei den Schafen das Futter ablade. Am Tug. In der Wiese wahrscheinlich. Glaube ich nicht. So. Ich habe nämlich nur den Wassertrog hier. Ansonsten im Stall gucken. Ja, habe ich gerade versucht. Jetzt, na komm, flieg runter, du Ballen. Da rein. Richtig aufladen. Ja, so, passt doch. Rein. Was hast du da? Silage. Ja, Silage brauchst du hier auch nicht. Doch. Was? Schafen brauche ich Silage, Gras, Heu, Weizen, Gerste. Was? Weizen, Gerste? Ja, Weizen oder Gerste. Hä? Wenn ich hier reinfahre, so wie ich es normalerweise kenne. Das will ich jetzt. Das hört sich alles sehr merkwürdig an. Aber ist doch so. Warte mal.
Gras-Heu-Effektivität 100%. Also es reicht eigentlich, wenn du Gras oder Heu machst. Ja gut, jetzt habe ich auch immer halt noch Silage. Das ist wirklich. Aber wo? Silage macht 75% und Weizen und Gerste macht 25%. Okay. Und die Herausforderung ist aber, wo lade ich das ab? Wo ist mein Hof? Wo ist mein Hof? Mein Hof ist weg. Ach nee, da ist er. Verkauft. Machst du mir wieder Dingsbums, Farmmanager, bitte? Ich war Wer? einmal kurz weg gewesen. Manager Wer? einstellen. Und hier in der Mitte. Hier geht auch nichts auf oder so. Global Company, voriges Werkzeug, nächstes Werkzeug. Geht nichts. Ich kann oder einfach reinschmeißen, aber das natürlich. Gib mir mal Lohne. Ja, Franken, Lohnunternehmen. Ja, jetzt hast du. So, da haben wir das. Dann lass uns doch mal gucken, was die da unten treiben. Guten Tag. Dach. Wie viel ist denn da schon drin? Vielleicht machst Gar du den nichts. Tuger. Das ist ja das Problem. Die brauchen dringend Futter. Das war ja der Wassertrog. Ja, das sage ich ja. Da haben wir aber letztes Mal das mit dem Wasser gemacht. So, und wenn ich hier reinfahre, könnte ich es rein theoretisch einfach so abladen, aber Ja, die Frage da ist halt, weiß ich. ob das im Ballen. Na doch, bei mir ging's. Nee, warte mal, überlegen. Nee, ich habe ja nicht. Es kann sein, dass es halt nicht in Ballenform Ja, dann kann ich aber erst die Tiere genommen wieder wird. verkaufen gehen, weil da habe ich ein Problem. Warte mal, lass Mal. mal Wolle. kurz was gucken. Hey, weil dann verkaufe ich die Schafe erst wieder. Geht nicht, ne? Nö, jetzt auch nix. Ja. Warte mal, ganz kurz. Ich will mal, bevor du verkaufst, ich will mal ganz kurz was gucken. Warte mal ganz kurz. Lass mal den Ballen auf der Gabel. Ich komme Genau, mal rein. probier's mal mit den Heuballen. Dann probier das und ich mach mich mal kurz auf den Ja. Weg mit dem Mischfutterwagen, den ich habe. Da kann man Ja, ja die mal zum Ballen gleich Einsteuern. machen. So, das muss ich zwar jetzt mal hier kurz mal einen Strohhaufen hinmachen. Auf den Hof. Weil das ist auch egal. Zum Testen ist das ja ganz gut. Nur den Weg darunter wieder finden. Oh ja, und schon kommt wieder ein Auto entgegen. Aber ich habe einen Mercedes, da geht alles. Oh, da kommt ein Betonmischer. Ach, jetzt sehe ich die Baustelle wenigstens richtig. Und beim Tag, neulich bin ich ja hier im Dunkeln durchgedonnert. Und da sah man irgendwie nur die gelben Blinklichter und mehr nicht. Oh, ja, vorsichtig. Vorsichtig.
Da ist der Hof schon. Ich bin gleich da. So, ich guck mal, ob ich hier einen kleinen Unterstand finde, den wir hier noch mit hin machen können. Er sieht doch ganz gut aus. Schmeißen wir den mal einfach hier rein. So. Ja, ist drin. Gut, dann gucken wir mal. Silage auch? Ein Silage? Nee, sonst gibt es ja Mischfutter. Ich will ja das so, einzeln ja. rausholen. Ja, guck mal, das ist top. Da kann man jetzt die Schlepper ein bisschen unterstellen. So, also hier. Hier kann ich. Aha, dann geht das also nur mit dem. Mit losem. Also, was wir jetzt machen können. Gut, das guckst du mal jetzt kurz. Ist der schon voll? Ja. Achso, ich gucke mal gerade, warte. Ja, ist voll. Gut, was wir machen können, dass wir einfach ein bisschen von deinem. Na gut, dann liegt das draußen, das ist auch doof. Im Lager hast du jetzt auch nicht hier irgendwie, ne? Ja, ich baue mir eins. Also ich gucke, dass ich Platz finde und dann baue ich mir eins. Müsste aber ein Lager sein, das auch Heu kann. Das ist wichtig. Ja, ja, warte mal, ein kleiner. Lager. Haben wir da eigentlich was? Ich gucke auch mal schnell mit. Weil die können es nicht. Also es wäre, wenn dann eben... Ich hab ein Heulager und Gras. Warte mal. Fahr mal rüber hier mit mir. Warte mal, folge mir mal. Wo ist mein Trecker jetzt hier? Du guckst dir an, ha? Ja, kein Augenblick, okay. Du meinst drüben da auf der anderen Seite. Bei ja, genau. Da ist ein Heulager. Aber da passt keine Silage rein. Ja, Silage kann ja erstmal sein, also wenn, dann lasse ich dir nämlich erstmal den Mischwagen da. Ja, bist der. Ja gut, ich kaufe auch einen eigenen, so ist das nicht. Nee, weil dann hätte ich nämlich einfach gesagt, dann häckselst du die Ballen einfach klein, sozusagen mit dem, packst die in das Lager und dann kannst du ja das lose Heu mit dem, mit dem normalen Anhänger dann da immer rüberfahren. Genau, hier vorne ist das Lager. Ja, ich guck mal, ob das geht. Hier ist er. Ja, aber ich kann nicht abladen hier. Das ist doof. Okay. Wahrscheinlich, weil du keine Farmrechte hast? Das kann sein. Gib mir warte mal gerade. Lohnerstatus. Ups, jetzt. Ach, ja, wunderbar. Okay, gut. Dann mach leer. Ich hol mir deinen eigenen Futtermischwagen. Kein Problem. Okay. Gut, dann hau ich die 3000 Liter da rein. Genau. Weil das so, aber zeig halt, mir jetzt mal eine Tiere an. Du musst immer halt noch 73%. Ne, du musst halt drauf achten, wenn es regnet, verrottet das Heu. Deswegen musst du dich da irgendwie ein bisschen beeilen. Ja, das Heu steht, ist auch immer unter dem Dach. Achso, gut, ne, dann geht das. Ich habe gerade ein anderes Problem. Wir haben immer nur 72% nur. Ja, das geht nicht von jetzt Weizen. Nachher. Das, nee, ich weiß, woran es liegt. Ich brauche noch Weizen und Gerste. Nein, Gras und Heu machen 100%. Ah, okay. Aber die Gesundheit, es ist ja nicht mehr Produktivität, sondern die baut sich langsam jetzt wieder auf. Da musst du eine ganze Zeit lang warten. Gut, das heißt, ich werde jetzt mal gucken, was meine Grasfelder sagen. Und mir fällt gerade ein hier, ich habe ja immer noch das Stroh hier, ne? Vom Manu. Das werde ich jetzt gleich mal in mein Lager packen hier. Oh, weil sonst wird es nass und das ist blöd. Ja. Ja genau, ich muss jetzt gucken, dass ich das Stroh, das ich hier lose hingepfeffert habe. Auch wieder einlade. Ich habe einen Frontlader mit Schaufel, wenn du möchtest. Hätte auch eine Gabel. Ja, mit der Gabel komme ich nicht sehr weit. Ich weiß gar nicht, ob ich schon eine Schaufel habe, weil brauche ich eh zum Ausmisten und so muss ich mir dann eine. Ne, ich habe sogar schon eine Schaufel.
Die Frage ist nur, wo. Ach nee, genau, ich hatte ja zwei Frontlader. So war das. Ja, so langsam kommt man wieder dahinter, was man so alle schon angestellt hat. Er hat zwei Frontlader. Guckt euch den an hier. Oh. Der feine Herr. Tja. Ich dachte, wenn schon, denn schon. Feld 4. Och nö. Auf Feld 44 sind Kartoffeln. Das ist doch nicht euer Ernst. Die müssen aber verrottet sein. Es Ja. kann nichts angesät sein eigentlich. Du hast nichts zum Ernten. Ist. Außer Gras vielleicht, wenn du eine Wiese hast. Zwei Wiesen. Das heißt, könnte ich hier. Robert über ja. Ich wollte eigentlich hier meine Sämaschine vorbereiten, aber was? Hast du deinen Stroh schon mitgenommen? Ja, okay. Ja. Oh, warte mal. Wo wollen wir mal zaubern? Ha? Komm, wir probieren es mal. Ich versuche mal den ganzen Stapel auf einmal reinzufahren. Hinten schön Gewicht an. So, wir haben 10 Grad, aber Bodentemperatur 4 Grad. Ja, es geht noch nichts zum Sehen. Gut. Das Stroh wird wieder weniger hier auf dem Hof. Aber 8 Ballen ist es halt schon eine Ansage, ne? Das ist zu weit oben. Glaubt, die werde ich nicht hochbekommen. So, jetzt switchen wir mal einmal hier gerade durch. Der Traktor. Gerade Anhänger. Futtermischwagen war das, ne? Das ist dieser Kuh, den ich habe, dieser Ja, den Kuh mit Knight hast Huhn du. für 42.000, ja, den Neid. Nee, das wird nix. Lol. Meine Gabel hat jetzt nicht in die Stroh reingestochen, sondern es hat es einfach umgeworfen. Auch gut. Ha. Ja, da ist noch ein kleines Fleckchen. Ja, ich hätte gedacht, ich habe schon alles. Ja, komm. Das ist halt Wie soll ich denn die jetzt da hinten rauskriegen? 1000 Liter Schaufel zu schippen ist ja eine Strafe. Immer noch nicht. Ah, was ist denn das? Wieso geht das jetzt nicht? Oh, der letzte Flecken Stroh. Ach, jetzt haben wir einen. Gott. Ja, hat doch gut gepasst. So, einmal So, dafür ausziehen. lassen sich meine Strohballen hier nicht aufspießen. Die sind störrisch. Ja, wir sind zu Ende. Ich hab's gesehen. Hast du Lohner-Status von Manu? Das kann sein, dass das wegen den Ballen ist, weil er die gekauft hat. Ja, ich müsste noch Lohner-Status Hat noch. haben. Dann müsste das aber eigentlich gehen. Ja, die gehen, aber die sind trotzdem störrisch. Also teilweise lassen sich die nicht richtig aufspießen. Können wir in der nächsten Folge noch mal gucken. Jupp.
Also, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Seid auch am Samstag mit dabei. Wenn es wieder heißt, die Nachbarsbauern treiben Unfug und davon machen sie ja reichlich. Für Kommentare, Däumchen und sonstiges Feedback freuen wir uns natürlich sehr. Und ansonsten bis bald. Tschüss. Jo, ich schließe mich dem ganz einfach an. Viel Spaß und wir sehen uns am Samstag wieder. Jo, bis dann. Macht's gut und tschüss.